Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Und der hier, das ist Cole Phelps, Kommissar des Sittendezernats mit einer extrem komplexen Vergangenheit, die sich langsam so ein bisschen vor uns aufrollt. Wir untersuchen einen Fall schon sehr, sehr lange, jedoch werden wir ständig abgelenkt von irgendwelchen random Schießereien, die irgendwo stattfinden, die aber dann sich immer entpuppen als zusammenhängend mit dem ganzen Fall. Deswegen fahren wir jetzt zu Robert Steiner, da ist jemand erschossen worden, ein gewisser Herr Majewski. Der war auch auf dem Schiff von dem Ganzen. Ob der auch zu unserer alten Kompanie gehört hat? Warum werden die jetzt alle abgeschossen, wie die fliegen? It was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Warum Phelps trotzdem immer diese Loyalität zu den allen hat, wisst ihr? Egal, was die für einen Hass gegen ihn brüten anscheinend, aufgrund dessen, was er gemacht hat, der scheint die alle gern zu haben. Vielleicht liegt das daran, dass er aus sich selbst nicht ausbrechen konnte. Und das, wisst ihr, der ist zwar über Leichen gegangen, aber... Ja, ich sehe sie, du Trottel. Oh mein Gott! Was ist das denn hier? Okay, die kriegen wir noch, die kriegen wir noch. Falls die uns jetzt nicht hier den Gar ausmachen, indem sie wegrennen und hier nochmal solche Zickzack-Kurven fahren. Liebe Leute, liebe Leute, liebe Leute. Komm schon. Wer sind die zwei? Warum schießen die hier rum? Wieso habe ich gesehen, dass die schon wieder irgendwie solche komischen Gewehre in der Hand hatten? Komm, schieß. Reifen, Reifen, Reifen! Reifen. Ja, dann triff halt endlich mal. Trottelgesicht. Ja, vielleicht, wenn du einfach mal besser schießen würdest. Ich kann doch nicht, ich muss auf den Verkehr aufpassen und auf irgendwelche Hindernisse, die hier stehen, weil gegen eine Wand fahren kann ich nicht. Da ist nichts mehr mit Schießen. Okay, 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 wir kriegen die, wir kriegen die, wir kriegen die. What? Holy crap! Was machen die, was machen die, was machen die? Wieso rennen die davor? Wieso sind die ausgestiegen und rennen davor? Wieso habe ich aus Versehen meine Autosirene angemacht und jetzt, Whoa. Einmal. Schade. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Tschüss. Bam. So. Niemanden kommt uns. Die sind jetzt natürlich tot. Die können wir jetzt natürlich nicht mehr befragen, was das alles sollte. So ein Mist. Oh Gott, war das Cohen? Oder sah der jetzt bloß so aus? Ja, also die Waffen erkenne ich von hier. 5 Meter gegen den Wind. Läuft das alles darauf hinaus, dass dies eigentlich ultimativ nur auf, dass das alles auf uns abgezielt ist? Wer bist du? Das ist schon wieder so ein hartgesichtiger Ganoven-Fritz. Was haben wir denn dabei? Wer sind wir denn? Mickey's Meeting. Treffen 21 Uhr beim Newview-Gebäude. Sheldon. Mitte 20, 1,78, dunkle Haare. Sheldon, das ist der Typ. Okay, so können wir vielleicht mal Kontakt zu Courtney Sheldon aufnehmen. Wenn sich Cohen mit ihm trifft. Weil die haben ja einen Kontakt, wir wissen es ja aus der Zeitung. Und apropos Zeitung, da lag eine Zeitung. Ich bin jetzt gerade schon sehr gespannt wieder auf die nächste Sequenz, was sich da offenbart. Die machen mir eigentlich so mit am meisten Spaß, um ehrlich zu sein. Großer Fan vom Storytelling, deswegen wahrscheinlich um Gottes Willen. Los Angeles Hafenbehörde. Passagiernamen komplett. Michael Briscoe, Hollywood Post Office. Hendrix. Kelso Jack. Sheldon Courtney. Higgins Connolly. Majewski. Seht ihr, die haben eine Liste, die sie umbringen sollen. Seht ihr das? Majewski ist durchgestrichen. McColdrick ist durchgestrichen. Die Eingekreisten sind die, die alle sterben sollen. Kelso und Sheldon, auf die hat man es also nicht abgesehen. Das ist natürlich interessant. Kopie der Schiffspapiere. Grumman's Chinese Theater.
have a hit team assigned to them. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, da bin ich wieder. Eine Unterbrechung ungeahnten Ausmaßes diesmal. Sonst ist das ja immer irgendein technisches Gebübbel, was ich dann in den Griff kriege und dann so 30 Sekunden. Ne? Heute war es tatsächlich eine Abwesenheit von, lasst mich nicht lügen, 5 Stunden. Ja, ich musste jetzt auch selber erstmal kurz wieder überlegen, wo ich jetzt eigentlich war. Meine Fresse, war das turbulent. Was soll ich sagen? Ich glaube, es sind ja 2 Leute vor uns geflohen, die schon wieder mit einer Schießerei angefangen hatten. Die haben wir hier gefunden und haben auf dieser Liste hier diese Liste mit diesem Schiff, um das es die ganze Zeit geht, gefunden. Und anscheinend, wie ihr sehen könnt, sind die angeheuert, um bestimmte Personen von diesem Schiff umzubringen. Da ist Higgins, Connolly, Beckett, Driscoll. Die sind jetzt quasi wichtige Personen für uns. Wir lesen da auch McGoldrick und Majewski, die schon tot sind. Das wissen wir ja. Und ja, das Wissen dieser Liste nehmen wir uns einfach mal zu nutzen, glaube ich. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt gleich zu dem... Das tut mir sehr leid. Ich bin gleich zu dem Typen hier gelaufen und hab ihn so untersucht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch nochmal... Okay, am Kopf haben wir nichts gefunden. Ich glaube, ich nehme vorsichtshalber nochmal die Waffe in die Hand, die hier lag. Ja, ich weiß schon. Damit wir sehen, dass die auch wieder dieses Dingsbums da genommen haben. Achso, das haben wir schon gemacht. Okay, nee, der hat es tatsächlich abgespeichert. Wahnsinn. Oh, das tut mir sehr leid. Abgesehen davon haben wir ja hier noch die Zeitung. Genau, die wollte ich mir die ganze Zeit schon angucken. Ich trete mal kurz auf die Leiche drauf. Die mag ich nämlich nicht. Nimm das, Leiche! Nimm das! Okay, wir gucken uns jetzt die Zeitung an. Endlich wieder eine Zeitung. Es geht weiter mit diesem Doktor, glaube ich. LAPD Vice Scandal. Could go all the way to the top. Chief William J. Worrell. Alles klar, schauen wir uns an. Viel Spaß. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earle, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public we all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? Was? Okay, nicht nur die oberen Behörden, sondern auch unser Partner, der hier hinter uns steht, hängt in der Sache mit drin. Ja, hast du vielleicht was dazu zu sagen? Wen hat er gemeint, welchen Partner? Oder habe ich gerade den Zusammenhang, der schon lange geklärt ist und der jetzt hier bloß hätte Klick machen sollen, überhaupt nicht verstanden? Verrät er uns oder so? Aber nee, wir haben ja unsere... Okay, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Das ist ja sehr interessant. Ich bin gespannt, was das hier wird. Weil ich nicht weiß, ob ich dem Typen jetzt noch vertrauen kann, würde ich sagen, ich lasse ihn erstmal ganz rotzfrech in den Tatort Gassi. Ist noch nicht alles erledigt? Oh, tut mir leid. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe es tatsächlich, ich habe es euch noch gesagt, ich bin gleich zu dem gelaufen und habe diese Todesliste quasi rausgenommen. Ich glaube, in seiner anderen Jackentasche war ja auch noch etwas drin. Deswegen gucke ich mir den Typen jetzt nochmal genauer an. Und ich glaube, hier unten, da hatte der, glaube ich, auch so ein Blatt. Ja, genau das war's. Mickey's Meeting, 9 PM at Newsview Building. Sheldon, Mid-20s, 5'10", dark hair. Genau, da ging es um das Treffen von Cohen und Sheldon. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Jawohl, das ist wichtig. Das müssen wir natürlich machen. Jetzt haben wir hier alle Beweise gefunden. So. Also, wie ihr seht, hier werden Leute angeheuert, um Stück für Stück die Leute von diesem Schiff, die irgendwie in der Sache mit drin hängen, auszuradieren.
Wahrscheinlich nicht nur, weil da einer die Lorbeeren für sich einheimsen will, sondern weil er mögliche Leute ja beseitigen will, die reden könnten. Das ist ja immer die große Gefahr. Wer mit dabei war, der kann im Notfall auch reden. Er übernimmt jetzt das Lenkrad und wir fahren zu Grauman's Chinese Theater. Was auch immer wir da finden. Historischer Vorhof und Gebäude des Mann's Chinese Theater. So. Mal gucken, was wir da finden. Ich muss die Case Notes durchgehen, deswegen musst du fahren. Ich hätte auch heute noch meinen Liedtext lernen müssen. Taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine and they're waiting for someone to crack. Das könnte ein Beweggrund sein, ja. Die wissen nicht, wo sich ihr Stoff aufhält. Und deswegen einer nach dem anderen, ne? Bis sich irgendeiner so bedroht fühlt, dass er redet. Shit. Und los geht die wilde Verfolgungsjagd. Komm schon, schieß die Reifen kaputt. Warum die auch immer durch Häuser, Wohnen, Gegenden fahren müssen. Oh, Alter! Ich hasse es, wenn ich immer aus Versehen diese blöde Sirene mache. Er rennt ja zu Fuß dem Auto hinterher. Du hast Courage, Junge, du hast Courage. Chaka, chaka, chaka. Komm schon. Let's see how fast he runs on bare rims. Jetzt schieß halt seine blöden Felgen kaputt. Das gibt's ja wohl nicht. Du Anfänger. Näher dran kann ich dich nicht bringen, dude. What? Okay, das hat's gebracht. Die gehören uns. Put your hands in the air. Die wollen sich nicht stellen. So, Nasenschuss. Verdammt, wieso wollten die sich nicht stellen, die Schweine? Bin ich Game Over? Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Okay, ich habe schon gedacht, irgendwie ist das Spiel kaputt oder so. Das verlief leider etwas traurig, muss ich sagen. Keine Informationspersonen. Schade, schade, schade. Nun gut, dann fahren wir jetzt trotzdem nochmal. Ach nee. Das war schon alles, was da passiert ist. Na gut, dann fahren wir zum Hollywood Post Office. Ist ja okay. Filialgebäude des United States Postal Service in Hollywood. Gut. Du fährst dahin. Ich mache derzeit meine Briefe fertig, die ich rausschicken will. Meine Familie und Freunde. Und wir lassen einfach die Blutflecken auf der Straße und fahren. Die sind ja biologisch abbaubar. Brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Deswegen lassen wir es laden und dann gehen wir baden und niemandem schaden. Sag mal, was ist denn hier los? Überall, wo wir hinfahren, geht's hier, wie auch sofort die Waffe zieht und voll dabei ist. Unser Kollege ist ja der Hammer. Holy crap. Oh, da ist Cohn. Oder? Habe ich den nur falsch erkannt? Der sah genauso aus. Polizist tot. Wir haben einen Toten. Ein Haufen Gangster. Was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott. Alter, bist du nicht mehr ganz dicht oder was? Einer tot. Zwei. Oh, verdammt. Der zweite wäre fast tot gewesen. Komm schon. Tot. Komm schon. Und der da. Tot. Move, I got you. Komm schon, rein da. Die kriegen wir auch noch. Die können doch nichts. Hinter der Theke ist noch einer. Hinter der Theke. Das ist der letzte von denen. Na komm her. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, die finden es toll, dass ich blute. Ich bin nun mal ein Mensch. Was soll ich sagen? Okay, diesmal klappt es zumindest. Diesmal können wir ihn aufs Korn nehmen. Nein! Oh, ich wusste, dass ich nachladen muss. Kann man eigentlich manuell nachladen? Oder muss man immer das Magazin leer schießen? Geschafft! Shit. Wer ist das?
Er lebt ja noch. Tell Courtney bad luck. Oh shit. Und er ist gestorben. Es war ein Versuch wert. Damn it. Das ist natürlich scheiße, dass wir hier zu spät gekommen sind. Ich will jetzt diesen Zettel, der hat einen Zettel in der Hand. Gib mir den Zettel. Polar Bear, Lenny Finkelstein. Wieder dieser Eistyp. Polar Bear Ice Company. Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Naja. Okay. Die wollten also, die waren quasi Kleinkriminelle, versteht ihr? Die wollten einfach bloß das große Geld machen, sind leider halt dem zum Opfer gefallen, was dieses Business, nennen wir es mal, mit sich bringt. Und liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir fallen zum Opfer, was dieses Business hier mit sich bringt, nämlich eine, ja, rund 15-minütige Zeitbegrenzung. Der Part ist am Ende angekommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugesehen habt, ihr in L.A. Noir. Wir werden auf jeden Fall weiterspielen und ihr hoffentlich auch weiter zugucken. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.